Herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause. Es ist mir eine riesige Freude heute, dass wir Deva und Miten bei uns im Studio haben. Ich schätze, wenn ihr eingeschaltet habt, kennt ihr die beiden. Aber ich sage noch mal ein paar Worte zu euch. Sind die weltweit bekanntesten Mantrasänger. Der Dalai Lama hört ihre Musik, Cher hört sie oder auch Eckhart Tolle und ich schätze noch ein paar tausend andere Menschen auf dem Planeten. Wo immer man ein spirituelles Seminar besucht, läuft ihre Musik. Man könnte sagen, sie sind der Sound der spirituellen Szene. Bevor wir gleich loslegen und ins Gespräch gehen, noch ein paar technische Dinge. Ihr könnt Fragen stellen. Das könnt ihr, wenn ihr auf Facebook seid, einfach könnt ihr die Fragen posten. Wenn ihr auf unserer Lit Lounge seid, könnt ihr die einfach ins Chatfenster schreiben. Wir kriegen die nachher reingereicht und die beiden werden sie beantworten. Ich bin übrigens Anja Schmidt. Ich bin Programmleiterin vom Arcana Verlag und habe mit den beiden das Buch entwickelt und produziert, das wir euch heute Abend vorstellen werden. Genau, damit ihr wisst, was euch erwartet. Wir werden natürlich mal ins Buch schauen und über das Buch reden. Wir werden über Mantras reden. Wir werden über das Leben von Deva und Miten sprechen und gemeinsam singen. So, jetzt zu euch. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich. All nice things about us. Ja, genau. I'm happy you're here. And it's just my first question. Very simple. How are you? Wie geht's euch? Ihr habt eine ganze Tournee hinter euch. Europa, Deutschland. Wie fühlt man sich dann hinterher? How do we look? Wie schauen wir aus? We've just spent like 15 minutes with makeup and everything, you know, so this is as good as we get. But it's been a fantastic year for me and Deva. So, I mean, I can say for both of us, we're feeling great. Ja, das war ein amazing, ganz, ganz amazing. Tolles Jahr für uns. Wir sind eben gerade aus der Tour, von der Tour zurückgekommen, von einer Europa-Tour. Aber eigentlich sind wir seit 25 Jahren on the road anyway, sowieso. Und deswegen fühlt sich das jetzt nicht anders an. Das ist irgendwie ein Fluss. Es ist nicht, jetzt ist irgendwie Holiday oder eigentlich ist es ein Ereignis nach dem anderen. Und es war so schön, die Euro-Tour. Total schön. Mm-hmm. And you know, Anya, the mantras are such a powerful experience that I think that's why we feel so good. Mm. You know, I think chanting the mantras seems to have brought us into good health and good spirit for the last 25 years now. Und die Mantras sind so kraftvoll, dass die der Grund sind, warum es uns so gut geht und was uns die Kraft gibt, ist das Reisen und alles zu genießen. Ich versuche mir immer vorzustellen, wie die Welt euch aus euren Augen aussieht, weil Miten, du hast mir mal Fotos gezeigt, wenn ihr auf der Bühne seid und ihr guckt nur in so strahlende Gesichter, Menschen, die mit euch singen und die total glücklich sind, mit euch zu sein. Das muss doch irgendwie sein, wie immer gute Drogen nehmen, oder? She said she's wondering what the world looks like for us. You know, she's seen pictures of what we see from the stage, the smiling faces, and must be like being on a really good drug. Mm-hmm. Yeah, the world is, it's not, you know, there's plenty to be concerned about. Mm-hmm. But we find the best for us, the best that we can do in the world is to share the mantras. Mm. That's the best we can do. Es gibt vieles in der Welt oder auf der Welt im Moment, was einem Sorgen bereiten kann. Und das Beste, was wir machen können, ist, die Mantras zu teilen. Und Ich fange mal mit einer ganz doofen Frage an, aber sie ist gar nicht so doof.
Bitte erklärt mal kurz, was Mantras sind. Okay. Ich glaube, jeder, der mit euch gesungen hat, hat eine Idee, aber ich wüsste es gern ganz genau. She said, I'm going to start with a kind of a basic question. What is a mantra? And maybe I'm just going to say that in German. Mantra ist ein Klang, ist eine Reihe von Klängen. Jetzt nennt man das Sanskrit, das ist die alte, uralte Sprache aus Indien. Und diese Klänge, die sind Medizin, die sind heilende Klänge, die sind wie Klangmedizin, wo jede Silbe, jeder Klang eine Wirkung hat auf den Körper, auf die Emotionen, auf unser Leben, auf die verschiedenen Aspekte unseres Lebens hier im menschlichen Körper. Und genauso wie Medizin, wir müssen nicht das alles verstehen und wir müssen nicht genau wissen, wofür jeder einzelne Klang ist, aber wir müssen sie einnehmen, wir müssen sie benutzen oder wir können sie benutzen und wir können sie einladen, ihre Magie zu tun in unserem Leben oder unseren Körper zu heilen oder unseren Geist zur Ruhe zu bringen oder in Einheit zu bringen. Mantra bedeutet, Man ist der Geist oder der Verstand und Tra ist entweder befreien oder aber auch schützen. Also man kann sagen, die Mantras sind die den Geist befreien oder den Verstand schützen vor negativen Einflüssen. Es kamen schon, bevor wir angefangen haben, Zuschauerfragen und viele davon gingen in so eine Richtung. Eine kam zum Beispiel von Eva Maria, die war, gibt es offensichtliche Hinweise, dass Chanten bzw. Mantras singen eine heilende Wirkung hat? The question is, is there real proof that singing mantras and chanting is healing? Well, I mean, the proof has to be our own experience. And my experience is, yes, of course, I feel like I've been lifted up in my life, and very unexpectedly. I didn't really know the power of mantras until I started chanting them, you know. And so der Beweis dafür ist ja, liegt ja bei uns, oder der muss ja selber erfahren werden. Und mithin sagt er, dass er das sich nie erwartet hatte, dass er sich so fühlen konnte und dass die Mantras ihm die Energie geben, dieses Leben zu leben. Und ich wollte noch dazu sagen, dass ich glaube, die größte Heilung, die Mantras uns bringen, ist eine tiefe Entspannung und ein Entstressen. Und einen in Moment bringen. Und dann kann ich weiß es jetzt nur auf Englisch, Fight and Flight. Das kann beruhigt werden, das kann sich eben entspannen, ganz einfach. Und die Heilung kann nur in der Entspannung geschehen. Und für mich ist durch das Singen und durch die Mantras komme ich am allerschnellsten zu einer Stille, zu einer total belebenden Stille, die mich energetisiert, wo meine Zellen sich lebendig anfühlen und aufgeladen sind mit Energie. Und das kann jeder spüren nach 5 Minuten Mantra singen oder nach einem Om sogar. Und deswegen ist es auf jeden Fall heilend, auf jeden Fall. I think also to answer the question that yes, you know, we have many, many messages from people who tell us they've healed from cancer, they've healed from, which they attribute to chanting the mantras. They've been diverted from taking suicide and things like this, and also at the birth of the child. Which is also a very, very intense moment. It's a very auspicious moment, and the first sound that the baby hears is very important, you know. And at the end of, sorry.
Ja, wir kriegen viele Messages von Leuten, dass die Mantras sie auf ihrem Heilungsweg begleitet hat oder auch durch das Mantra zu den richtigen Heilungsmethoden geführt hat. Und nicht nur einmal wirklich, und es ist so wahnsinnig berührend, haben wir Messages von Leuten bekommen, die gesagt haben, ich war nahe, mir das Leben zu nehmen. Und ich habe eure Musik gehört oder die Mantras gehört und habe endlich wieder den Funken fühlen können, der mich hier die Freude fühlen lässt. Und es ist wirklich, also ich glaube, in den mindestens 5-6 Mal gewesen in den letzten Jahren, wo ich denke, das eine Mal wäre genug gewesen und unser Leben hätte schon Sinn gemacht. Und what was it? Autistic kids. Oh ja, bei der Geburt, dass viele Leute die Mantras benutzen bei der Geburt, und das ist natürlich das Allerschönste, was eine neue Seele oder Neugeborenes auf der Welt hören kann. Und jetzt kürzlich waren wir in einem Zentrum für autistische Kinder in New York und haben ein Konzert für die gespielt, und es war wahnsinnig zu sehen, wie viel Frieden die gebracht haben, die Mantras. Und auch der Staff, die Leute, die sich um die kümmern, die haben gesagt, sie haben die noch nie so ruhig gesehen und so entspannt. I think it's also good to understand that Deva and me, we are not scholars, you know. So we are very much experiencing these sounds. We've obviously come to want to understand and learn more and more about them, but the basic connection to the mantras for us is in the feeling. Und es ist ganz wichtig zu wissen, dass wir beide keine Gelehrten sind und dass wir einen sehr erfahrungsbezogenen Annäherung an die Mantras haben, dass es einfach darum geht, wie fühle ich mich, wenn ich chante, oder wie fühle ich mich, wenn ich singe, und darum geht es, und das ist im Moment, und das ist für jeden verschieden, und es ist genauso richtig, wie das für jeden sich anfühlt. Und natürlich ist es schön, wenn man noch Hintergrundwissen hat und wenn man auch die Intention auch in die Richtung lenken kann, um der das geht bei jedem Mantra. Aber wirklich die Kraft liegt darin, in der Erfahrung im Moment für jeden Einzelnen. So it's not something you can give to anybody. It's something that the only way to experience a mantra is to chant it. There's no other possibility. Der einzige Weg, ein Mantra zu erfahren, ist, wenn man singt oder wenn man es chantet. And then you begin to experience an uplift of spirit. Und dann fühlt man seinen Geist sich erheben, sagt man so auf Deutsch. I mean, that's my experience. That's how it was for me. I've experienced an uplift of spirit. And what I see when we travel and play is many people feel the same as me. Many people feel the uplift of spirit through chanting. We see it all through our tours. There's an uplift of spirit through chanting the mantras. Und das ist genau das, was wir sehen. Auf unseren Reisen und in den Abenden zusammen, in den Konzerten, das ist das, was wir alle empfinden, dass der Geist sich erhebt und öffnet und leicht macht. Shall we sing something? Mm-hmm. The Gayatri. Yes. Und das ist das Gayatri-Mantra, das älteste Mantra, das wahrscheinlich bekannt ist. Es ist mit dem Anfang des Universums ist es entstanden. Und was so kraftvoll an diesem Mantra ist, dass es ein Mantra ist, das das Licht einlädt und das Licht
verehrt und das Licht ins Leben bringt. This is indigenous mantra. Although it was adopted by the Hindu religion, it's actually it's an indigenous chant to the sun, to the light. Mm-hmm. Mm. It's shamanic. You can feel it. Huh? Mm. It's a shamanic experience, that mantra. I think everyone can feel that it's really strong. It's really powerful. Einfach stark. Mm. Und du bist mit dem Gayatri-Mantra geboren, Deva, mhm. Richtig? Mhm. Das ist wirklich so eine Hammergeschichte. Ja, ich auch. Ja, ich bin in Nürnberg geboren und mein Vater war ein Künstler und sehr intensiv auf der Suche, vor allem in den östlichen in der östlichen Spiritualität sehr zu Hause, obwohl er auch Christentum sehr tief erforscht hat und gemalt hat und Glasfenster gemacht hat und so weiter. Also er hat wirklich alle Wege, so gut er konnte, irgendwie erforscht. Und aber Mantra war wirklich eines seiner Hauptzugänge. Und ja, und Gayatri Mantra hat er wohl gefunden, ich weiß nicht, in den 50er, 60er Jahren, keine Ahnung. Und hat gefunden, dass das Mantra ist, was am wertvollsten ist, dass er seine Kinder damit willkommen heißen kann und dass die das doch lernen sollten, dass sie es doch jeden Abend singen sollten, bevor sie schlafen. Und so war es. Jeden Abend. Om Urmu Vasva Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deo Yuna Prachodaya. Every night. Und you should also tell Anya that your father used to walk around the walls of the city. Do you know that story? Ja, und in Nürnberg gibt es eine Stadtmauer und mein Vater hat jahrelang, ist er um 2 Uhr nachts aufgestanden und ist 3-mal um die Stadtmauer von Nürnberg gelaufen und dann noch an der Pegnitz entlang. Das Ganze hat 4 Stunden gedauert und hat ein Mantra gechantet. Ich habe
Ich weiß nicht welches, er wollte es mir nicht sagen. Okay. Ich kann mir denken, dass es das Gayatri Mantra war, aber sowas ist sehr persönlich und sehr intim und er, und jetzt ist er nicht mehr, also jetzt kann ich es auch nicht, ich kann ihn auch nicht nochmal fragen, aber jedenfalls habe ich so das Gefühl, er hat wirklich sein getan, was er konnte, auch um die Vibration zu teilen und wie so eine Gebetsmühle um Nürnberg rum jede Nacht zu laufen. He was like a prayer wheel. He was like a prayer wheel. Yeah, it's incredible. Incredible. Weißt du, wie er da drauf kam? Also, oder war das aus irgendeiner Tradition entnommen? Mein Vater, der hatte gehört, du musst mindestens 3 Stunden das Mantra chanten, bevor irgendwas passiert. Und deswegen ist er 3 Stunden lang um die Stadtmauer gelaufen und dann die 4. Stunde ist er dann den Fluss hochgelaufen. Keine Ahnung. Ich glaube, er hat sein ganzes Leben lang darauf gewartet, dass wirklich was passiert. Also irgendein richtig mystisches Erlebnis. Ich glaube, das ist, glaube ich, nie passiert. Aber er war glücklich bis zum Ende. Er ist 84 Jahre alt geworden und war sehr, sehr einzigartig, muss man sagen. Ja, so klingt das. Yeah. He was always waiting for some real big mystical thing to happen, which I don't think ever happened. But his life was very mystical in itself. Yeah. Naja, du warst das irgendwie, oder? Yeah. Also das mystische Ereignis. Und ich glaube, es ist auch wichtig, wirklich einfach den Moment zu genießen, ohne auf diese großen Erlebnisse zu warten oder denen zu viel Bedeutung beizumessen. Und die Stille ist mystisch. Die Stille, einfach einen Moment der Stille zu haben, wo keine Gedanken uns quälen oder rausreißen aus dem Moment, das ist mystisch. Und er hat es ja noch erlebt, dass du das weiterträgst, oder? Das war er auch. Yeah. So I said, you know, like a mystical experience is just to feel the silence and to feel that peace is so strong, and Anya was saying that he did still see us sharing the mantras. He did. I wonder what he would have thought now, though, to see it. I think he would have loved it. But He left his BS in 2005, hat er seinen Körper verlassen. Also er hat es nicht mehr miterlebt, dass das so doch, da war auch. Wurde, ja, doch. Also doch. Er war auch so, dass er das nicht so zugegeben hätte, weil es zu viel Ego gewesen wäre. Und er hat es so still und schweigend, hat das gut gefunden, glaube ich. Das ist die Welle, die er angestoßen hat über Jahre. Ja. Könnte man ja so sehen. We created a wave. He was. Just some questions, look. Ja, Dorothee fragt, das passt gerade, welches Mantra ist euer ganz besonderes? Das hast du, glaube ich, gerade beantwortet, which one is oder? Our special Mantra? Ja. There's an English one. Shall I read it? Do you want to? I give it to you. Just this. You don't have your glasses on, though. Dear David, should I read it? Dear Etin, thank you for bringing light among the people. Is there a mantra you would suggest for healing relationships? Healing relationships. That's a really good question. Well, you know, usually if there's a problem in relationship, it's due to misunderstanding. And it's due to disconnection, those two things, basic. So the mantra, the most obvious one really, is the Ganesh mantra. The Ganesh mantra is a mantra that creates an energetic flow in life, so that those misunderstandings become somehow clarified in a cosmic kind of way. Die Schwierigkeiten in Beziehungen entstehen oft durch Missverständnisse oder auch durch, wie sagt man denn, Disconnect auf Deutsch? Ich habe auch gerade überlegt, dass die Verbindung verloren gegangen ist. Und das Mantra, was Hindernisse aus dem Weg räumt und aber auch
zur Einheit führt, ist das Ganesh-Mantra, Om Gam Ganapataye Namaha. Ganesh ist der Herr der Einheit und auch der Herr der neuen des neuen Anfangs. Und that's a beautiful one. Und auch, dass man eben merkt, dass die Hindernisse, dass die Teil des Ganzen sind, dass die nicht was sind, was man aus dem Weg räumen will oder wo man nichts mit zu tun haben will, sondern die Einheit, die beinhaltet die Hindernisse. Ganesh, and also, you know, if you're going through pain and suffering through the relationship, you always have Om Shanti Om. Mm-hmm. Om Shanti Om. Om Shanti Om. And there's many different ways you can sing it. Om Shanti Om. 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 Shanti Om. Etc. Shanti Shanti is a prayer for universal peace. Ja, und wenn alle Stricke reißen, dann gibt es immer Om Shanti Om. Om Shanti ist. Shanti ist das Mantra für universellen Frieden. Shanti. Und es ist ein total wichtiger Begleiter, den jeder in der Tasche haben sollte. And by universal, we mean inner peace. Und universal peace is inner peace. Und universeller Frieden ist innerer Frieden. Mhm. Mhm. Und das Om Gam Ganapataye Namaha ist auch im Buch. Mm-hmm. Ja. Just wanted to mention the book. Und ich wollte natürlich mit euch über euer Buch reden. Ihr habt ja jetzt viele Jahre lang Songs geschrieben, Mantra-Songs. Und ihr seid jetzt Buchautoren geworden. Herzlichen Glückwunsch. She wanted to talk with us about the book. And yes. Of course we've been writing music all these years, and now we've also become authors. Wie ist das? How does that feel? Das? How does it feel? How was that, the process? It was much easier than we expected it to be. When we saw the book, when it was first delivered to us a little while ago, we looked through it and we said to each other, did we really write all this stuff? And just incredible. So it was not difficult. Es war viel einfacher, als wir das uns vorgestellt hatten. Und als das Buch kam vor 2 Monaten oder wie zu uns, haben wir gedacht, wow, haben wir wirklich so viel geschrieben? Und es ist wegen dir, dass wir es überhaupt geschrieben haben. Mhm. Es war Anja, die 3 Jahre lang gesagt hat, bitte, 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 schreib dieses Buch. Und wir haben gesagt, nein, 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 nein. She und cracked, irgendwann. Cracked the whip. Ich bin zur Stalkerin geworden. Ich glaube, ich war auf jedem Konzert von euch, yeah, aber yeah. Es war nicht schlimm. She came to every concert, but it wasn't so bad. Somebody had to do it. Yes. Nein, ich bin sehr glücklich über das Buch. Yeah. Und ich möchte zum einen kurz erzählen, was da alles drin ist. Das mache ich jetzt mal als erstes. Und dann wollte ich euch auch ein paar von den wundervollen Fotos zeigen, die da drin sind. So, jetzt muss ich erst den richtigen Zettel finden. Genau, also zum einen sind in dem Buch solche Geschichten, wie die, über die wir schon geredet haben, von deinem Vater. Mhm. Ganz wichtig, vorhin habt ihr das Mantra eingeblendet gesehen und die Schrift, auch von deinem Papa. Diese wundervolle, schöne Schrift hat Devas Vater entwickelt. All diese Sachen kann man nachlesen in dem Buch. Der Kern des Buches sind aber eure 10 liebsten Mantras. Und das Supergeniale ist, dass die nicht nur in dem Buch beschrieben sind und übersetzt sind und dass es Geschichten dazu gibt, sondern dass es auch eine CD in dem Buch gibt. Das heißt, man kann echt blättern, lesen und mitsingen. Mhm. Es ist irgendwie, ehrlich gesagt, das erste Mal, das liegt vielleicht auch an der besonders langen Zeit, über die wir das gemeinsam entwickelt haben. Nein, stimmt nicht. Es liegt daran, dass es so wahnsinnig schön geworden ist. Ich lebe richtig mit diesem Buch. Also es liegt immer aufgeschlagen auf meinem Küchentisch und dann lese ich mal was. Open in her kitchen, and she's living with it.
I really do. Then I read a mantra and I sing the mantra. Mm. Und die sickern jetzt so richtig ein. Das ist für mich nochmal ein richtiges Geschenk. Ich habe neulich, das war so herrlich, ich bin neulich spazieren gegangen und war plötzlich ganz alleine an so einem Waldsee und habe dann das Om Purnam gesungen, das ich entdeckt habe. Und das war so, das klang so über den See. Richtig schön. She had a beautiful experience being in a alone in the forest and there was a lake and then just singing Om Purnam and just her, hearing her voice across the lake. Das war echt schön. Ich hoffe, ihr singt das heute noch. Genau, es gibt Meditationen, die ihr geschrieben habt in dem Buch und auch wunderschöne Geschichten von Menschen, so wie zum Beispiel diese autistische Lehrerin, die euch, ich weiß nicht, ob das dieselbe war, wie die, von der du sprachst, das sind teilweise Leserbriefe auch in dem Buch, wo Leute beschreiben, was sie mit den Mantras erlebt haben. Also es hat irgendwie wie so ganz viele Schichten. Man kann was über euch erfahren, über die Mantras und das, was, wie die Mantras teilweise zu euch kamen durch bestimmte Menschen oder Erlebnisse. Also irgendwie ein ganz wundervolles Buch. Genau, die eine Geschichte, die fand ich so schön, da arbeitet eine Frau mit autistischen Kindern und hat dann nicht nur gemerkt, dass die ruhiger werden, sondern zwei von den Kindern, die nie sprechen, haben dann angefangen mitzusingen beim Gayatri-Mantra wieder. Also solche zauberhaften Geschichten sind da drin. Und jetzt wollte ich ein paar Fotos zeigen. Vielleicht könnt ihr die einblenden. Es ist natürlich auch Text in dem Buch, aber den zeigen wir jetzt nicht. Ah ja, genau, das ist so ein tolles von dir, Deva. Da wollte ich dich auch fragen. Was ist denn das für ein Foto? Experiment. Ein Experiment. Ja. Sieht aus wie aus einer anderen Welt. I love it. I think it's really great. You don't want to talk about it. Ja, ich habe einfach ganz einfach den Rajasthan-Schmuck von einer Freundin angezogen und jemand hat ein Foto gemacht. Ganz einfach. Okay. Sieht ganz magisch aus. Yeah. Genau, das ist der Kapitelaufmacher und da ist auch noch so ein schönes. Das ist in Rajasthan. Ah, okay. Das ist sogar in Rajasthan. Genau, jetzt kommt, glaube ich, eine Seite, wo man dann auch sieht, das ist natürlich so Doppelseiten, das ist ein tolles Format. Ich zeige es dann auch gleich nochmal. Genau, das ist dann so zum Beispiel eine Übung, eine Meditation. Vom Om Namo Bhagavate. Ja. Genau. So, Manos, über den gibt es ein ganzes Kapitel. Wer schon mal auf dem Konzert war, weiß, dass es diesen wundervollen Flötisten gibt aus Kathmandu. Von ihm gibt es einige schöne Bilder. Das ist, fand ich total zauberhaft auch. Und dieses Bild, das ist, wenn ich das sagen darf, echt mein Lieblingsbild. It's my absolute favorite Mitten. You please tell me what happened there. Also ich habe mir, dieses Bild lag neulich auch eine Weile auf meinem Küchentisch und ich dachte immer, habt ihr da 3 Stunden gebraucht, bis das so perfekt war oder war das Zufall? Das ist so. She said that she had it open in her kitchen table and she was wondering, did they take 3 hours to get this so perfect or how did that happen? Bitte nochmal einblenden. Hmm. It's so perfect, it's so deep. I don't know, what happened there? Where was that? Okay, well the house itself is absolutely atmospheric. It's as atmospheric as it looks. It's in Woodstock in USA. Ah. So Woodstock is a very famous power spot. And you know, from the festival back then, and it's a very strong energy there. And this house belongs to our two friends, Sharon Gannon and David Life. And they invented Jiva Mukti. That's it, the Jiva Mukti co-founders. And we were doing a video for Norwegian Wood, for the song Norwegian Wood, which is on the Temple at Midnight album. And Rishi, our amazing percussionist, is also a fantastic photographer. And he spent one day with his camera and we filmed me singing Norwegian Wood in this amazing house. And I don't know if have you seen that video? No, it's as atmospheric as this. Right? I'll translate after. Okay. Yeah. Sorry. Forgot, sorry. No, I haven't. No, you have to see that. Yeah. It's just that feeling to the whole
clip. It's beautiful. Also ich weiß es gerade nicht mehr. Wir haben jetzt die ganze Zeit Englisch geredet. Also das ist mein absolutes Lieblingsbild. Das habe ich, glaube ich, gesagt, oder? Das ist alles noch in Deutsch. die Frage, die Antwort war, dass dieses Bild ist in Woodstock entstanden, in dem Haus von unseren Freunden Sharon Gannon und David Life, die Jivamukti Yoga entwickelt haben. Und ihr Haus ist einfach Wahnsinn. Also Bears come and reindeer. Wow. Draußen, wirklich vor dem Haus kommt der Bär. Und also ich habe ein Foto, wo der 20 Meter vom Haus weg ist. Mit uns im Haus und Rehen und so weiter. Und Miten und Rishi, unser Percussionist, haben in dem Haus ein Video für Norwegian Wood gedreht, was auf YouTube zu sehen ist. Und das ist ein Shot von ein Still, wie sagt man da, ein Foto von diesem Videoshoot. Und es ist ein total schönes Video, musst du dir mal anschauen auf YouTube. Also das ist nicht stundenlang arrangiert gewesen, nee, weil auch diese pinkfarbene Blume. Das schaut da einfach so aus. Wundervoll. Also es sind noch viel mehr solcher Bilder drin. Es sind Songtexte von Miten in dem Buch übersetzt natürlich. Also irgendwie so ein Buch, das man immer wieder mal hernehmen kann und reinschauen. Und ja, das war auch so unsere ganz schön Intention, dass man es wo auch immer aufschlagen kann und hoffentlich inspiriert, berührt oder sich umarmt fühlt. Auf jeder Seite, mehr oder weniger. Ja, das hat geklappt. Danke. So, soll ich euch noch ein paar Fragen stellen oder wollt ihr noch was singen? Do we want to sing? Some more questions just coming. Ja, sind noch einige. Okay, also Adelheid hat gefragt. Es gibt alte Mantren. Wurden die Mantras im Buch verändert oder sind es die ursprünglichen? The question is, there are old mantras. Were the mantras for the book changed or are they the original mantras? Die Worte, die Klänge haben wir nicht verändert. Wir haben teilweise eine Melodie dazu geschrieben. Manchmal chanten wir die Mantras in der traditionellen Form. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Einfach das mehr Chanting. Aber oft schreiben wir oder unsere Freunde Melodien zu den Mantras. Und dann ist es natürlich, die Melodie ist unsere. Aber wir verändern die Worte von den Mantras nicht. Also wir kreieren keine Mantras selbst. Das sind alles alte Mantras, so wie sie sein sollen. Ja. Okay. Hier schreibt Lars Peter, bei manchen Mantras kenne ich nicht den richtigen Klang. Nutzt es auch etwas, wenn sie nicht richtig gechantet werden? Ja, also weint wahrscheinlich die Aussprache, denke ich jetzt mal. It's about the pronunciation. Somebody's asking. Sometimes I don't know the exact pronunciation. Do they also work if I don't pronounce it right? Can I just answer that? Das ist eine gute Frage und es ist interessant, weil es gibt eine Schule sozusagen, die sagt, die Mantras müssen total korrekt ausgesprochen werden, um zu wirken. Und es ist ganz wahnsinnig wichtig, dass man es wirklich korrekt macht. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel die Tibeter, die die Mantras total anders aussprechen als jetzt in Sanskrit. Zum Beispiel im Tibetischen wird Vajra wird Bensa. Und für unsere Ohren hört sich das sehr verschieden an, Vajra und Bensa. Was bedeutet das? Und dann gibt es auch eine ganz berühmte Story von jemandem, also in den alten Schriften, ich weiß nicht genau in welcher, wo ein ungelehrter Krimineller oder Dieb oder so ein Mantra in die Hände gekriegt hat und wahnsinnig diligently mit seinem ganzen Herzen gechantet hat und ganz viel benutzt hat
und aber falsch ausgesprochen hat, weil er nicht gelehrt genug war, um das richtig zu gehört zu haben oder zu wissen. Und alles hat sich verändert, weil seine Intention so dabei war und weil er mit ganzem Herzen. Und deswegen würde ich sagen, lieber chante und entspann dich da rein, dass das vielleicht eventuell nicht alles ganz richtig ausgesprochen wird, als dass du nicht chantest aus Angst, es falsch zu machen. Aber es ist halt wirklich gut, die Mantras auch zu ehren und eben mit der richtigen Haltung von Respekt zu chanten. Did you understand that? No. I didn't. Oh. But I tried really hard. What were you talking about? About pronunciation and the Tibetan. And chanting. I have to say that. Yeah, but I said some nice things in the process. Will ich euch jetzt übersetzen? It's okay. I'll tell you later. But we can sing something now, because you mentioned Om Namo Bhagavate. So it would be nice to. Om Namo Bhagavate. Das ist auch ein Kapitel im Buch. Om Namo Bhagavate bedeutet: Om ist der Name dessen in mir, dass sich der Einheit aller Dinge bewusst ist. Und wenn ihr zu Hause mitsingen könnt, dann ist es total schön. Ich glaube, die Worte werden eingeblendet, oder? Könnt ihr die einblenden? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Liebe Technik. I think it's the last one on the list. Yeah. Vasudevaya.
Thank you. Danke. It's hard to answer questions and sing mantras at the same time. Warte, noch eine Frage. Das ist irgendwie dann immer schwierig, wenn wir von der Stille wieder ins Reden. Die Andrea fragt, woher nehmt ihr die Inspiration für eure schönen Mantra-Klänge? Where do you take, where does the inspiration come for these beautiful mantra sounds? Well, the inspiration came from some wise men and women in India many thousands and thousands of years ago, where we have to assume that the science and the technology of the time was the body and how sound affects us. Yeah, I think she means the melodies. Yeah. Also er sagt, die Inspiration kommt von tausenden von Jahren, von den heiligen Männern und Frauen, die diese Klänge sozusagen empfangen haben in Meditation und die den Körper, die Technologie von der Zeit war der Körper und der metaphysische Körper und die durch Meditation erfahren haben, welche Klänge sich wie auswirken. Yeah, and the inspiration that they obviously were connected to actually discover these sounds, is the inspiration that lives in all of us in some different way. Und die Inspiration, die diese heiligen Männer und Frauen hatten, die Rishis, die diese Inspiration lebt in uns allen oder ist uns allen zugänglich. And we've just tuned into that inspiration. Und das ist die Quelle. So it's magic. It's not something you can explain very easily. Und es ist nicht was, was man leicht erklären kann. It's again comes back to the experience. For us, we have found a deeper connection with each other as in a relationship through the chanting, so we like to do it because it keeps us close and it keeps our hearts open. Mm. You know, they support us. So, you know, you'd have to be crazy not to do it. Die Mantras ist das, die uns unser Herz offen halten, die uns nähern, die uns unterstützen. Und wir wären verrückt, wenn wir nicht das anzapfen würden, diese wertvolle Quelle. Gabriele fragt, kann ich ein ganz persönliches Mantra finden? Oder wie kann ich ein ganz persönliches Mantra finden? How do I find a very totally personal mantra? Du kannst jedes Mantra als dein persönliches Mantra aufnehmen in dein Leben. Es kann sich auch ändern in verschiedenen Lebensphasen, aber einfach, was dich anspricht, was sich gut anfühlt. Entweder spricht dich an von der Bedeutung her, dass du sagst, das ist die Qualität, die ich mehr stärken will in meinem Leben oder auf die ich mich konzentrieren will. Oder du hörst einfach ein Mantra und fühlst, wow, das fühlt sich richtig an oder es fühlt sich einfach an, das ist zu singen oder zu chanten oder ich will es gar nicht aufhören und dann weißt du, das ist dein Mantra und dann halt es bei dir und sing es so oft, wie du kannst und wenn auch immer du dir bewusst wirst, dann kannst du es einfach singen, innerlich oder äußerlich laut. I don't know exactly what you said, but basically the answer for me is to explore. Mm. You explore. Once you had to go to India, you know, you had to find a guru, and maybe after many years of meditation, you would whisper your mantra. You can Google mantras now. Life has changed. And there's plenty of ways for you to find what
I don't, you know, there's especially three albums that we made that are kind of designed for mantra practice. And if you can find one of those, you can look to see which mantra, the meaning of the mantra, and how, if that resonates with your life, and if so, that may be your mantra. So you now you have the mantra with Deva chanting, and you can sing it with her, chant it with her every night. And then you soon you'll find out if it's your mantra or not. And there's so many, so you can explore. Und das, der Schlüssel ist zu erforschen und einfach auszuprobieren. Und zum Beispiel haben wir 3 CDs aufgenommen, wo wirklich jedes Mantra 108 Mal gechantet wird. Das sind auch einige Tracks davon, einige Stücke davon oder Mantras davon sind auf der CD im Buch. Und probier es einfach mal 21 Tage lang aus, jeden Abend dasselbe Mantra und sieh, wie du dich fühlst und schau, ob du es weiter behalten willst oder ob du ein anderes ausprobieren willst. Aber es ist schön, 21 Tage lang Zeit zu geben, dass man wirklich richtig eintauchen kann, sehen kann, was sich verändert oder wie sich das Gefühl dazu verändert. It's all about resonance. Es geht ganz um die Resonanz. If it resonates with you, that's good. Wenn es in dir schwingt, dann ist es das Richtige. Everybody has a mantra. There is a mantra for everyone. You know, so you just have to explore until you find your mantra. Be your own guru. Yes. That's the title of the next book. That's good. Was machen wir? sei dir dein eigener Guru. Guru ist das, was dich von der Dunkelheit zum Licht führt. Und lass dich leiten und von deiner inneren Stimme zu dem richtigen Mantra. Und es gibt kein falsches Mantra. Du kannst nichts falsch machen. Das ist alles. Es führt alles zu der Einheit oder zu der Stille oder zu dem Gefühl von sich verbunden fühlen. Und alle Mantras letztendlich führen uns darin dahin. Hier kommt noch eine Frage von Wilhelm. Die ist, glaube ich, nicht auf Mantras bezogen, sondern eher auf euch beide. Wie hält die Liebe lang? Oh. This is Wilhelm? Wilhelm. Wilhelm is asking, how does the love last? Oh, if I knew the answer to that, I would... What would you do? Well, I would share it. I don't know. I don't think... Er sagt, wenn er die Antwort auf diese Frage wüsste, dann würde es euch sagen. Oder mir sagen. I think it lasts because we are such good friends. And we are good friends because we respect each other's freedom above everything else. And... Er sagt, die Liebe ist da, weil wir so gute Freunde sind. Und wir sind so gute Freunde, weil wir gegenseitig die Freiheit des anderen respektieren. Und weil wir uns nicht so ernst nehmen. Ich glaube, Humor ist absolut das Allerwichtigste im Leben. Ich glaube Humor. I never expected that after so long with one person to be still attracted and still energized after that long. I think it surprised both of us that it's like that. Ja, wir sind beide total überrascht, dass nach 27 Jahren, wo wir wirklich also wirklich buchstäblich fast immer im selben Zimmer sind, immer im selben Raum sind, weil wir sind ja nicht, wir haben ja
Wir haben ja kein Haus irgendwie, wo man jetzt ewig viele Zimmer hat oder arbeiten geht und 8 Stunden weg ist. Wir sind also eigentlich immer in Reichweite, und dass es immer noch nicht langweilig geworden ist, oder es ist ein Mysterium, genau. Und es ist ein Geschenk. Geschenk. Und ich habe das Gefühl, jeden Morgen mache ich auf und denke, wow, oder sehe, die Liebe ist still da. Wow, total schön. Ja, that's what I said. I said that earlier. I think we don't take each other too seriously. You know that story about the Dalai Lama being asked for the three main qualities in a spiritual journey, and one of the three was a sense of humor. Als Dalai Lama gefragt wurde, was die drei wichtigsten spirituellen Qualitäten sind, war Humor eine davon. Compassion and forgiveness. Und Mitgefühl und Vergebung, die anderen zwei, glauben wir. Das Humor ist das Einzige, was wir wirklich uns gemerkt haben. Hätte man eigentlich nicht erwartet, aber es ist eine gute Antwort. Hier war noch eine Frage von der Barbara, wie habt ihr euch kennengelernt? Aber dieses Fass machen wir jetzt nicht mehr auf. Ich bin jetzt ganz gemein, man kann das in dem Buch lesen. Yes. Steht alles drin. Ich habe noch eine letzte Frage, und dann haben wir ja beschlossen, dass wir wie bei euren Konzerten den Abend einfach mit Musik, mit Mantra-Musik ausklingen lassen. Meine letzte Frage ist, habe ich mit einer spirituellen Lehrerin gesprochen, die hat gesagt, eure Musik gehört zu den wenigen, die so eine hohe Schwingung haben, dass sie die auch dauernd in ihren Kursen benutzt. Habt ihr eine Erklärung dafür? Ich glaube, Miten, du hattest eine, ich habe dir das schon mal erzählt. A spiritual teacher that Anya knows says that our music has such high vibration that she uses it in her seminars all the time. Can you explain this? Can we explain why she uses it? No, why? How do you get to that high vibration? Because it was born in an ashram. It was born in an environment of freedom, and it was conceived from gratitude only. So that's what your friend feels, and that's it. It's just in there. It's not something we thought we would put in there. It's born. It was a birth, you know, and it happened in an environment that encouraged magic and embraced mystery. Der Grund ist, dass die Musik aus dem Ashram heraus entstanden ist, oder aus unserem Leben im Ashram, wo was zu großer Dankbarkeit geführt hat, und aus dieser Magie dieses Lebens in dieser Umgebung von Spiritualität und Meditation, das ist die Quelle der Musik. Und das ist das, was deine Freundin fühlt, oder die Seminarleiterin fühlt. Did you translate me then? I tried. What did you speak from your own? No, I tried. It's the same thing. I mean, no, but I did try to say what you said. Really? Danke, dass ihr diese hohe Schwingung für uns alle haltet und in die Welt verbreitet. Das tut uns allen gut. Tausend Dank, dass ihr hier wart, und dir ganz lieben Dank für deine geniale Übersetzung, liebe Deva. Thanks so much for being here. A funky translation. Also, jetzt fange ich an. Thank you, Anya. Let's end with Om Purnam. Can I sing that Om Purnam? Und danke an euch zu Hause, dass ihr dabei wart, und wenn ihr Lust habt, jetzt können wir nochmal zusammen singen. Genau. Danke euch. Alles, alles Liebe. All love. Is that okay? Let's sing the Om Purnam. Om Purnamada. Mm-hmm. Yeah. You want to do with a... No, I don't need to. Would you mean just the... I can do that. Or you do the chords. Sure. I'll do the chords. Whatever.
Es gibt zwei Versionen von Om Purnam. Und wir singen die eine. Und Om Purnam ist ein Mantra, das sagt, dies ist vollkommen, das ist vollkommen. Nimmt man das Vollkommene vom Vollkommenen, bleibt das Vollkommene. Und was es bedeutet, steht im Buch. Oder was es für uns bedeutet. Thank you, Anya. That was really nice. Thank you.